Es ist eine Reise um die Welt. Eine weite Reise. Sie führt uns durch viele Länder und auch über die Meere. Nur fliegen. Fliegen werden wir nie. Immer wollen wir die Erde berühren. 5 Euro am Tag für jeden, das muss reichen. 2 oder 3 Jahre lang. 5000 Kilometer. Diese Geschichte beginnt, wo die letzte aufgehört hat. In Nepal. Der Monsun schickt erste Vorboten, Zeit für uns weiterzuziehen. Wir wollen wissen, wie sich der Sommer in der Mongolei und in Sibirien anfühlt. Der Weg dorthin führt zweifellos durch China. Aber dort über Land hinzukommen, ist mal wieder nicht ganz einfach. Besonders, da wir von Nepal durch Tibet müssen und das tibetische Visum fast 800 Euro pro Person kostet. Für uns also keine Option. Indien und China haben alle gemeinsamen Grenzen geschlossen. Und Myanmar lässt ebenfalls keine Ausländer von Westen aus einreisen. Indien mit dem Boot zu verlassen, ist für Touristen nicht erlaubt. Es gibt also nur einen Landweg nach China. Und der führt mal wieder durch Pakistan. Doch das ist für uns keine Pflicht. Neben Georgien wird Pakistan spätestens jetzt zu einem Lieblingsland. Salam. Der Weg nach China führt durch den atemberaubenden Norden Pakistans und über die höchste Fernstraße der Welt, den Karakorum Highway. Okay. Shukriya, bahut shukriya. Thank you. Was very nice country. We like it. Thank you. We come back. Thank you. Mit dem pakistanischen Ausreisestempel beginnt mal wieder ein neuer Abschnitt dieser Reise. China. Die Fong Sun. Es werden schwierige 30 Tage. Pader Ricke heiße ich. Pader Ricke heiße ich übrigens. And Gwen. Gwen. Wir sind Pader Ricke and Gwen. Doch so chinesisch ist der westliche Westen Chinas dann gar nicht. Hier leben die Uiguren, ein Volk, das uns mehr an das benachbarte Zentralasien erinnert als an China. Kein Wunder, sind es von hier über 5000 Kilometer bis in die Hauptstadt nach Peking und nur ein Katzensprung nach Kirgisistan. Und doch versucht die chinesische Regierung der Provinz neue Wurzeln zu geben. Siedelt millionenfach Han-Chinesen in diese Region. Die Uiguren fürchten um ihre jahrhundertelangen Traditionen. Ein Konflikt, der sich sogar in Anschlägen und Terroraktionen zuspitzt. Für uns bietet Xinjiang, so heißt diese Provinz, überraschend viel Skurriles. Ich glaube, sein Ziel ist es, sie gesund zu machen. Ich glaube, er hext die Krankheit aus ihr raus. Wir sind in Kashgar in China und versuchen was zu essen zu finden. Ist gar nicht so einfach. Es gibt im Wesentlichen Fleisch und zwar richtig ekliges Fleisch. Innereien, Gehirne, Sachen, die ich noch nicht gesehen habe, die ich nicht interpretieren kann. Wir haben vorhin so eine Omelette gegessen, also einen Pfannkuchen mit Zucker außen drauf. Und was war innen drin? Fleisch, hätte fast gekotzt. Ja, war das eklig. Einfach alle ekligen Tiere, die man sich vorstellen kann, in den Mixer geworfen. Und Medizin draus gemacht.
Als wir Xinjiang verlassen, sind wir bereits 2000 Kilometer durch China getrennt und haben noch nicht einmal die Hälfte bis in die Mongolei geschafft. Thank you.